Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde WoW Shadowlands Beta. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich befinde mich hier in Torghast, Turm der Verdammten, wie gehabt. Heute mit meinem Druiden. Letztes Mal war ich als Bärchen unterwegs. Heute in der Wildheitsspezialisierung versuche ich mich als durchgedrehte, wild gewordene Urkatze. Werde versuchen, die Gegner mit meinen Krallen in Stücke zu reißen. Ja, klingt schon mal interessant. Bin gespannt, wie sich das aufgeht. Ja, und ansonsten denkt dran, Kanal abonnieren, Glocke drücken, denn nur so verpasst ihr keine meiner Videos. Und dann wollen wir auch mal loslegen. Die erste Animazelle wartet bereits wieder auf uns. Jetzt ist natürlich, letztes Mal, als ich jetzt Bärchen unterwegs war, war ich auch oft in Katze. Ich denke mal, da werden ähnliche Boni kommen. Ich bin mal gespannt. Wie gehabt ist meine Druiden bei den Nachtfey, den naturverbundenen Volk der Shadowlands. Alles, was im Leben mit Natur zu tun hat und gestorben ist, wandert automatisch den Nachtfey. Ja, nun nicht mehr. Nun hat ja der Kerkermeister seine Finger im Spiel und saugt das ganze Anima und die ganzen Seelen auf. Aber für gewöhnlich wäre es so. Corian ist ja wieder mein Seelenpartner. Da habe ich jetzt noch die Bärchendinger drin. Aber nur das eine ist vielleicht für Bärchen, der Rest ist auch für Katze gut, von daher egal, passt schon. Hergestellt habe ich mir ein Legendary, das besagt, wenn Mondfeuer, Krallenhieb oder Zerfetzen oder Verjüngung auf einem Ziel aktiv ist, wird der jeweilige Effekt um 40% erhöht. So, und Zerfetzen, das ist hier, wenn ich in Katze gehe, da habe ich Urzorn jetzt geskillt. Gut, Urzorn belegt alle Ziele mit Zerfetzen, vorher wäre Zerfetzen nur auf ein Ziel gegangen. Und dann denke ich mal, hoffe ich, dass das auch auf alle Ziele dann um 40% verstärkt ist. Klang jedenfalls so für mich. Und ja, wir werden mal sehen, wie das sich hier aufgeht. Jedenfalls viel Kombo-Punkte erzeugen, viel Blutungsschaden machen. Schauen wir mal, was die Katze so kann. Animazelle, was gibst du uns? Na, was ist das denn hier? Das Zaubertempo von Gegnern innerhalb von 15 Metern wird verringert. Ja, wenn Wucherwurzeln aufgehoben wird, findet eine Explosion statt, die allen nahen Gegnern 1800 Naturschaden macht. Das nehme ich mal mit, weil ich glaube, es gab auch ein Talent, was Wucherwurzeln automatisch auslöst. So, jetzt muss ich mal gucken. Katze, kein Plan. Schleichen, auf jeden Fall. Und dann habe ich hier viel Blutung, Gruppenschaden, Single Target, was war das? In Verstohlenheit macht Krallenhieb das Ziel für 4 Sekunden betäubt. Ja, betäubt es für 4 Sekunden, verursacht 60% mehr Schaden. Oder die kritische Trefferchance ist verdoppelt und erzeugt einen Kombopunkt. Ja, Freunde, keine Ahnung. Komm mal her. Rems, das war jetzt aber kein Crit. Also ein bisschen peinlich gewesen. Ja, okay. Hier leuchtet einiges. Ich habe hier mehrere Ziele. Schön zerfetzen wieder drauf. Und das, ja, gut. Ist eigentlich alles relativ easy umgefallen. Muss ich ja sagen. Ich habe hier immer irgendwie mehr Ziele. Vielleicht machen wir das Ganze auch so, dass wir mit zwei Single-Target-Fähigkeiten und mit zwei Multi-Target-Fähigkeiten hier unterwegs und als Finisher Single-Target, Multi-Target. Ja, wir werden sehen. Jetzt habe ich auch Tigerfuhrer noch nicht genutzt. Stellt irgendwie meine Energie wieder her und macht dann mehr Schaden. Ich glaube, das nehme ich nur bei Bossen. Dieser räudige Köter hat schon wieder so ein Zeichen drüber, dass er unsichtbare Kreaturen erkennt. Dann richtet mich jetzt schon wieder richtig auf. So, komm her. Zack. Single-Target. Oh ja, da ist er betäubt. Okay, okay. Schlundratte, nee, was machst du denn da? Das ist doch jetzt scheiße von dir, ehrlich. Okay, wir machen noch einen Hound. Nee, warte mal, das machen wir doch wieder anders. Single-Target-Fähigkeiten gerne auf die Taste. Ja, da müssen wir jetzt erstmal reinkommen. Katze hat einen ganz anderen Spielstil und ich glaube, diese räudige Schlundratte hat mich schon in den Kampf gesetzt. So, was hast du jetzt davon, Drecksviech? Da noch eine Blutung drauf und nochmal hier. Ich kann nämlich nicht unsichtbar werden, bin immer noch in Fight. Alles klar. Hier noch einen rein. Jetzt, die gehen aber schon schnell down, ne? Wenn man genug Kombo-Punkte hat. So, auf euch mal drauf. Hier ein bisschen Prankenhieb und dann Ursol auf euch alle drauf. Urzol meine ich. Ursol war ja der Vortex. Okay. Jetzt war doch aber so, dass ich auch springen kann. Warte mal. Das machen wir mal. Zack. Und gleich mal betäubt, was anscheinend nicht funktioniert hat.
Weiß ich nicht warum. Was leuchtet da jetzt? Freizaubern. Der nächste Einsatz von Schreddern, Hauen oder Pranken ist kostenlos und verursacht mehr Schaden. Alles klar, mehr Schaden. Ist immer gut. Räum's rein da. Blutung drauf. Hier noch ein Prankenhieb, Ursol drauf. Mehr Schaden und ist auch tot. Sehr geil. So, wir machen uns wieder unsichtbar. Vielleicht sollte ich mal unsichtbar werden. Auf eine andere Taste legen. Das überlege ich mal. Vielleicht nehme ich zwei Tasten. Ich habe noch irgendwie so viele Felder hier frei. Wo ist denn jetzt? Katze? Nee, Quatsch. Das ist hier eine Schattenmimik, ne? Volksfähigkeit. Ja, komm, machen wir dahin. Zusätzlich wären wir auch unsichtbar. Ein mächtiger Zauber ist bereits aktiv. Was ist denn das? Schleichen. So, dann Schattenmimik dahin und Schleichen dahin. Natürlich. Ja, viel besser. Jetzt kommen wir da besser dran. Okay. Und Katze kann wieder nicht springen, weil wieder hier in Sicht. Aber jetzt. Der geht aber schnell tot. Oh, Mann. 60% mehr Schaden. Alles klar. Freunde, so sehe ich das. So will ich das sehen. Du auch. Aber es war wohl kein Crit bei dem diesmal. Da ist die Blutung drauf durch Urzorn. Frankenhieb noch ein bisschen rein. Nochmal ein Hauen. Boah, ja, da muss man erstmal reinkommen. Hier, ich habe hier echt eine Taste zu viel, meiner Meinung nach. Die gar nicht nötig wäre. Was? Keine Animazelle? Euer Ernst? Na gut, Katze wird wieder unsichtbar. Schleicht sich wieder durch die Gegend, obwohl sie sehr schnell unterwegs ist. Diese Schlundratte würde ich jetzt... Oh, ich habe eine Falle, unsichtbar eine Falle ausgelöst. Ja, nice. Ohne, dass die mich gesehen haben. Das ist doch mal stark. Das ist doch mal echt gut. Okay, Freunde, dann... Dich mal angehauen hier. Jetzt gebe ich euch allen den Urzorn und noch ein Hauen drauf und dann Prankenhieb. Prankenhieb und wieder Ursolzzorn und gratis Prankenhieb. So, du hältst mich da fest anscheinend. Da mag ich gar nicht. Wird der ein Instant? Jawohl. Alles klar. Wenn das leuchtet, das Wurzel, wird es zum Instant. Kann also sofort benutzt werden. Und dann, wenn es abläuft, explodiert es. Da war irgendwas. Dafür 10 Sekunden, ne? In allen Gestalten einsetzbar und wird kostenlos. Das sollte ich mir mal auch da auf so eine Schnelltaste legen. So mag ich das. Ups, da sind sie schon, die ersten Gauner. Haben sie mich jetzt richtig überrascht? Lol. Nochmal den Urzorn rein. Dann gebe ich dir mal noch. Da konnte ich gar nicht mehr. Da warst du schon tot. Frankenhieb, Frankenhieb und fertig ist die Geschichte. Ja, Kollege, komm hier. Wucherwurzeln drauf. Hingehen. Urzorn drauf. Noch ein Tigerfuror. Nochmal hier eine Wucherwurzel. Urzorn. Der läuft ja jetzt, ne? Dann kann ich ja damit finishen. Jawohl, 5000. Den wilden Biss ganz vergessen. Single Target wilde Biss nehmen. Wunderbar, ist er gleich umgekippt. Wilder Biss, hauen 20% mehr Schaden. Ja, da sehe ich mich. Das andere ist alles nicht so geil. Mehr Phantasma, ja, später vielleicht. Und das andere war vor 1,5 Minuten immun gegen Schaden werden. Ja, das braucht man jetzt nicht unbedingt. Wir sind auf Ebene 2. Wir haben wieder eine Skoldos-Halle diese Woche. Das ist die untere Ebene, da ist alles nicht so dramatisch. Hier ein bisschen was kaputt gemacht, da sind keine Fässer. Warten wieder auf die Unsichtbarkeit. Uns dann nämlich anschleichen und dann springen wir dem einfach mal ins... Ah, es geht wieder nicht, weil hochspringen kann er nicht. Na gut, dann komm, zack. So, Blutung drauf, Urzorn drauf, eine Wucherwurzel drauf. Jetzt kriegst du ja noch eine Blutung rein. Wilder Biss, oh, wir gehen mal beiseite. Wilder Biss kriegst du, fertig ist die Geschichte. Schöne Geschichte. Stun, Hauen, Wucherwurzel. Ah, warte mal. Wucherwurzel auf die kleine Schlundratte, während ich mich mit dir beschäftige hier. Und dann. Röms. Ja, jetzt habe ich die nicht explodieren sehen, die Wucherwurzel. Schade. Was hatte ich hier nochmal? Ein Finishing Move, der körperlichen Schaden verursacht und das Ziel betäubt. Schaden und Dauer erhöhen sich. Alles ein Betäubungsfinisher. Weiß ich noch nicht. Wo ich den anbringen kann. Zack! Ursulzorn, Blutung, Wucherwurzeln, Krallenhieb, Krallenhieb, komm und dann ist fertig. Und ich habe noch, Freunde, ich habe noch keine Fähigkeit, ja außer diese mit 20% jetzt, die so richtig abgeht, im Schaden.
Knurren erhöht den vom Ziel erlittenen Schaden 80,15%. Dann müsste ich Spott mit in die Leiste ziehen. Mach ich nicht. Wir machen hier kritischer Schaden, kritische Heilung. Ist ja vergleichbar gut. Boah, sehr schön. Ach komm, egal, jetzt hin hier. Ursulzorn, hauen drauf. Oh, dann ist das Thema schon erledigt. Ja, wenn man mit 5 Kombo-Punkten eröffnen kann, ist die Sache sehr schnell gegessen. Gegessen vor allen Dingen, ne? Wildkatze. Versteht er? Ja, lol. Aufgemampft, die Gegner. Das wäre auch noch was, wenn ich jetzt hier noch so... Naja gut, da ist nicht viel zum Fressen dran, ne? Rüstung und Schattenenergie. Was willst du da schon groß fressen? Zack. Oh, da war noch einer, den falschen anvisiert. Okay. Dann wollen wir mal. Jetzt auf dich hier, den Ursulzorn. Dann noch schnell ein Hauen drauf. Wilder Biss auf dich. Da rangesprungen. Eine Blutung draufgesetzt. Ein Ursulzorn hier. Urzorn. Ich sag immer Ursulzorn, weil da gibt es auch eine Fähigkeit von Ursul. Die habe ich jetzt gar nicht in der Leiste. Mit Mondfeuer belegte Gegner verursachen 20% weniger Schaden. Ja, habe ich jetzt nicht. Habe ich auch nicht geskillt, dass ich da in Katzenform das benutzen kann. War jetzt schwach. War jetzt nicht so geil, dass ich das habe. Gekriegt, aber was soll's. Urzorn nochmal drauf. Wucherwurzeln beiseite gehen. Wir müssen uns um den hier kümmern. Und dann fallen sie beide um. Schön, schön. Dieser scheiß räudige Bogenschütze hier, der kriegt das von mir. Du kriegst Wucherwurzeln und Urzorn und dann los. Und dann haben wir dir noch eine Blutung drauf. Okay, der war jetzt umgefallen. Gar nicht mitgerechnet. Wollte eigentlich noch einen Kombopunkt erzeugen. Komm, Katze, wir springen ran. Alles ist betäubt. Hauen drauf. Brankenhieb, Urzorn. Brankenhieb. Und wilder Biss. So, ich weiß gar nicht. Katze ist schon nice. Fällt schon alles hier relativ zügig um. Dudu-Katze wird immer so als verschrien, als wie spielt sich Kacke und macht keinen Schaden. Momentan kann ich das nicht behaupten. Geht ganz gut. Da habe ich schon Schlimmeres hier in Torgas gesehen auf den ersten Ebenen. So Zaubererklassen, die man hier eigentlich nicht mehr erwähnen braucht. So, wir machen jetzt nochmal hier schnell ein bisschen Hauen drauf, was gratis kommt. Dann Urzorn, Wucherwurzel nehmen wir mit. Alter, der will schon mir schon wieder massiven Hieb geben. Dann beißen wir ihn einfach in den Tod. Sehr geil. Okay, Kollege. An dich springe ich ran. Betäube dich. Vielleicht mit einem Finisher-Betäubungsmove. Ich weiß es noch gar nicht, wie ich das mache. So, auf jeden Fall. Erstmal hier schön alles rein. Tigerfuhr gezündet. Urzorn drauf. Wucherwurzeln drauf. Ein Hauen drauf. Blutung nochmal drauf. Das unterbrochen. Und jetzt kriegst du einen Betäubungs... Was? Jetzt wollte ich ihm gerade den Betäubungsfinisher geben, da ist er schon umgekippt. Auch nicht schlecht. Ihr habt alle passiven Affinitätsbohnen in ihre Effekte sind 100% erhöht. Das ist schon mal sehr nice. Eure regelmäßigen Schadens- und Heileffekte treten 33% häufiger auf. Und Baumrinder fügt einen Gegner Schaden zu. Ey, jetzt würde ich aber lieber das nehmen, weil ich sehr viel Blutung mache und die treten 33% häufiger auf. Das kostet, das Ding kostet 222 Phantasma beim Händler. Das ist schon sehr stark, weil es als einziges so viel kostet als grüner Bonus, sage ich mal. Und wenn ich den stacken kann, so auf 99%, dann sind alle meine Blutungen verdoppelt. Oh, schnell hier durch. Verdoppelte Blutung ist nice. Da sehe ich mich. Wir schauen mal. Prankenhieb hier in die Fässer rein. Hier noch ein bisschen Phantasma. Oh, schnell weg. Phantasma mitgenommen hier. Wir haben nämlich nicht so viel. Schaffen wir die 300? Na, ich glaube nicht. Na, das ist eher... Mäh. Gab das überhaupt jetzt Phantasma? Ich habe immer noch 242. Die Fässer zerstören gab nichts, oder? Hab's jetzt gar nicht gesehen. Okay, was haben wir hier? Okay. Wucherwurzeln halten 300% mehr Schaden aus, bevor er bricht. Das ist auch geil. Gerade wenn sie brechen, machen sie mehr Schaden. Gestaltwandel erhöht den Schaden eures nächsten Einsatzes von Schreddern um 200%. Jetzt ist wieder das Gestaltwandel-Thema hier an. Okay, eure kritische Trefferchance ist um 25% erhöht, doch euer Feuerschaden, eure hervorgerufene Heilung sind verringert. Oh, jetzt bin ich getriggert. Was nehme ich? Spiele ich wieder Gestaltwandelbild? Dann gehe ich in Bärchen, mache 200% mehr Schaden, wieder zurück in Katze, mache wieder 200% mehr Schaden mit Schreddern. Oder dauerhaft 25% mehr Crit auf 45% mehr Crit. Das hier kann ich auch beim Händler kaufen.
Ich nehme erstmal den Crit mit. Bin ich gespannt. Vielleicht kriege ich es ja, vielleicht auch nicht. 20% mehr Schaden auf wilder Biss und Hauen. Ich habe 240. Ich würde gern echt eine Animazelle nehmen. Und dann nehme ich noch den Crit nochmal mit. Ja, ich habe echt wenig gekriegt, ne? Aber 48% Crit, Freunde. Da sehe ich mich auch. Ihr verfügt dauerhaft über die Vorteile von Herz der Wildnis. Das ist auch stark. Da war irgendwie meine Heilung mit erhöht. Erhöht. So, was haben wir da? Nicht wundern, wenn das abgelaufen ist, dann bleibt der Timer stehen. Das hatte ich schon mal. Heilung eurer Wiederherstellungszauber um 30% erhöht und Mana-Kosten verringert. Ja, okay, das ist jetzt eigentlich nicht geil. Ich hoffe, das geht sie auch auf Iseras Gabe auf. Ansonsten war das jetzt Mist. Egal, mitgenommen ist mitgenommen. Und dann ist es halt so. Vielleicht kriegen wir jetzt noch ein paar Boni mit Damage, den ich gerade eigentlich auch nehmen wollte, weil er so geil ist eigentlich. Komm mal her, zack. Du auch noch. Ist noch eine Blutung drauf. Und Osuls Zorn. Ich nenne den jetzt Osuls Zorn. Ich verspreche mir doch eh andauernd, Freund. Ist mir jetzt auch scheißegal. Leider sieht man bei den Dots nicht, ob die jetzt wirklich krasser ticken. Es sei denn, die würden ewig schnell umfallen. Gut, der Crit war jetzt schon mal geil. Da sage ich nichts gegen. Noch schnell eine Wurzel drauf und den Biss in die Fresse gekloppt. Gut, wie es aussieht, habe ich jetzt hier gleich Massenagro. Ich zünde mal eine Baumrinde. Besser ist es. Nochmal den Hieb rein, noch eine Wucherwurzel rein. Dann ist der schon zerplatzt. Frankenhieb und das war's. Sehr geil. Ich könnte mal eben... Was ich machen könnte, was ich hier gar nicht in Tierchen gestellt habe. Da ist er eh jetzt verstärkt. Wo ist es? Komm her, du. Räudiges Verjüngen. Wo bist du? Bin mir sicher, dass ich Verjüngen habe. Weil ich habe ja die Affinität gewählt. Okay, machen wir anders. Da ist es. Warum auch immer. Da. Jetzt habe ich es im Zauberbuch gefunden, weil es jetzt geleuchtet hat. Wir machen das wie folgt. Zack. Und im Bärchen, jetzt ist nämlich Verjüngen auch um 33% erhöht. Osuls Biss, zack, Schreddern, Prankenhieb, Tigerfuror, wilder Biss, Thema durch. Und Verjüngung hält mich am Leben, ganz ehrlich. Das würde ich mir jetzt mal lieber da hinsetzen, anstatt die Reisegestalt, weil dann kann ich immer so machen. Gehe wieder eine Katze, perfekt. Ist vielleicht doch ganz nice, dass ich das genommen habe. Hauen nochmal drauf auf die Schlundratten. Oh, jetzt kommt mal der Herr hier. Euch gebe ich hier ein Hauen des Todes. Zerreiße euch mit Prankenhieb. Nochmal ein Hauen. Da noch eine Blutung draufgesetzt. Tigerfuror. So, mal kurz die Heilung angekloppt. Und jetzt ist aber gut hier. Jetzt bin ich auch noch im Bärchen gelandet. Auch nicht schlecht. Ah, wahrscheinlich, weil ich Infight war und noch mein alteres Makro benutze. Kann man machen. Ja, bin ich hier überhaupt richtig? Die Map ist broken. Geil. Komm, nochmal hier eben schnell die Verjüngung angehauen. Zack. Was hat mich denn jetzt hier rein katapultiert, ihr Schweine? Ihr Priester des Todes, was geht mit euch? Das triggert mich jetzt aber. Schnell im Bärchen gehen, ein bisschen was aushalten, den unterbrechen, wieder in die Katze. Hauen reingekloppt. Auf den hier vorne... Wilder Biss, nicht looten. Katze, was ist los? Das war jetzt scheiße. Irgendwas hat mich da voll in die nächste Gruppe gepult. So wollte ich das nun nicht. Und jetzt habe ich hier massiv Aggro von der ganzen Area. Ist auch wieder richtig scheiße. Nochmal ein Hauen rein. Hier, du kriegst eine Wucherwurzel mit einer neuen Blutung. Dunhieb, Wilder Biss, 7000. 7000 macht der Wilde Biss schon. Eigentlich irgendwo geil. So, ein bisschen Kombo-Punkte aufgebaut mit Prankenhieb. Zack, Schreddern, noch ein Schreddern und dann hier, naja, lass mich los, Typ, ehrlich. Lass mich in Ruhe. Ich kann, selbst die hier hinten, von denen hatte ich Aggro. Was ist denn los gewesen? Wer kennt's nicht? Dauer Aggro von All Eternity Place hier. Bin ich jetzt raus? Schönen Dank. Hol doch mal Zeit. Wahrscheinlich hat diese räudige Falle irgendwie eine Aggro-Range und mich... Ach, der Köter sieht mich schon wieder.
Ja, dann muss ich leider direkt draufgehen auf dieses Viech. Also nicht im wahrsten Sinne des Wortes draufgehen, sondern mir diese Katze hier, diese Todeskatze schnappen. Selbst als Katze unterwegs. Ihr versteht, was ich meine. Und wieder ist da was zum Befreien. Der sieht mich auch schon wieder. Ja, komm her, dann sieh mich halt. Das hast du jetzt davon. Wüsste halt hier mit Ursuls Vortex in den Boden gerissen. Den Zorn des Wildtiers. Was wirst denn du jetzt zu einem Ramok? Was passiert denn hier jetzt gerade? So eine kranke Sau kommt denn da aus dem Nichts? So, das ist aber ganz gut. Jetzt kriegst du die Betäubung rein. Kann man hier mal ein bisschen was ausprobieren. Und dann hier gehen wir mit Invokation der Geister los, Freunde. Ravems, kaputt gezeigt. Invokation der Geister, die Fähigkeit unserer Nachtfee. Na, für 2 Minuten Abklingzeit. Für 4 Sekunden setzen wir 12 Druidenzauber ein. Da war jetzt wirklich alles dabei, was die Katze zu bieten hatte. Und das hat der Typ zu spüren gekriegt. Roms, 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 war er tot. Eure Angriffe haben eine Chance, euch verblassen zu lassen, was Bedrohung verringert. Ja, das ist cool. Aus dem Kampf bringen wir geil. Und die kritische Trefferchance um 25% erhöht. Ey, wenn das proppt, dann sind wir hier bei über 70%. Typ, komm mal her. Bevor ich hier befreie, nehme ich mir dich hier vor. Habe ich gerade richtig Bock drauf. Und zerfetzt. Noch die Seele befreit. Ja, Indigo, du wartest schon. Sehnsüchtig, dass ich befreie. Komm, hatte schon Angst, dass ich es nicht mache, ne? Aber doch, komm. Ja, Pentia müssen wir befreien. Wo ist sie denn? Da hinten? Jetzt ist die Map wieder da. Versteht das einer? Aus dem Raum kam ich. Hier irgendwie lang. Da war nichts mehr. Aber ich will die da hinten noch platt machen. So. Komm, Katzenwarp an hier. Schnell unsichtbar gemacht. Und rangesprungen. Den Vortex rein, eine Blutung drauf. Auf dich eine Blutung gesetzt. Tigerfuhrer angehauen. Weggekloppt den Spacko. Wieder in die Bärchenform. Nachdem ich die Verjüngung auf mich gesetzt hatte. In die Katzenform. Dem gegeben eine Blutung drauf. Na, bleib hier. Vortex drauf. Quatsch. Zorn, Urzorn. Ich komme immer auf Ursolle und Urzorn verwechselt immer miteinander. Aber in Zukunft, wenn ich 5 Kombopunkte habe, ich sag's voraus, ist es immer Urzorn, der auf alle Gegner geht. Auch wenn ich was anderes sage. Da nehme ich mir das ganze Problem mal von der Schulter. So. Hier sind noch ein paar Vögel. Boah, wie viele da schon wieder sind. Ey, warte mal, Leute, das mache ich anders. Da hauen wir lieber nochmal. Ah, jetzt sehen die mich eh. Scheiß drauf. Hingesprungen. Hingesprungen. Urzorn angehauen. Bisschen Prankenhieb. Urzorn. Nochmal ein Tigerfuhrer. Wilder Biss. Der ist weg. Hier, du kriegst noch einen drauf. Komm, Katze. Wir eskalieren hier mal komplett. Wirbeln uns hier durch. Urzorn. Tigerfuhrer, schreddern, hauen, wilder Biss. Ich kann es gar nicht mehr alles ansagen, was für Fähigkeiten. Ja, das ist mir eigentlich auch ein bisschen zu anstrengend. Jetzt muss ich mal eine Verjüngung zünden. Das war jetzt schon eklig gefährlich. Aber hat alles geklappt. Mensch, die Katze hat Fähigkeiten hier. Ja, auch ganz ehrlich, auch eine Taste zu viel. Da habe ich hier noch einen Prankenhieb, der sofort Schaden auf alle Ziele macht. Und mehr Schaden gegen blutende Ziele und alle Ziele mit Hauen verliert. Das könnte man eine Fähigkeit draus machen, oder? Freunde, Hauen und Prankenhieb zusammenlegen in eine Fähigkeit, dann spart man sich das Ganze so ein bisschen. Was weiß ich hier zum Beispiel, Hauen trifft alle Gegner, macht Blutungsschaden. Der nächste Einsatz von Hauen gegen blutende Ziele macht 500 körperlichen Schaden. Thema erledigt, dann brauchst du keinen Prankenhieb mehr und sparst das. So musst du ja doppelklicken. Ah gut, jetzt könntest du natürlich auch wieder Makros schreiben, aber jetzt gerade gar keinen Bock. So, noch eine kurze Verjüngung drauf, wieder unsichtbar gemacht, rangesprungen an den Kollegen. Blutung auf den, Schreddern auf den, Urzorn auf beide, Hauen drauf, oh, beiseite gegangen, Schreddern, Schreddern. Der gute alte Schredder, wer kennt ihn nicht, ne? Die Blechbüchse aus Ninja Turtles. So, komm, Urzorn auf dich, Hauen auf dich, Prankenhieb, Schreddern und wilder Biss. Thema durch. Thema durch. Jetzt machen wir mal ganz geil. Erstmal die Schlundratten hier platten, dann zeige ich euch mal was. Wir visieren da hinten dieses Phylakterium an. Und dann Geronimo.
Euer Ernst? Alter, das war doch wohl mal die größte Scheiße, die ich je erlebt habe, ey. Ich war doch schon durch. Ernsthaft? LOL Blizzard geht ja mal gar nicht. Um Gottes Willen. Wo muss ich ihn jetzt hin? Ich glaube hier. Ich war doch durch. Ich bin darüber gesprungen und dann haben diese Klingen mir echt noch den Bauch aufgerissen. Ich bin doch durch gewesen. Ah, ja, jetzt darf ich hier wieder latschen. Zum Glück habe ich so ein bisschen Tempo bei der Katze. Ey, jetzt wollte ich das mal richtig geil machen. Ich fasse es immer noch nicht, Mann. Das regt mich richtig auf. Ich will das wieder machen. Jetzt komm, zack. Jawohl, vielleicht hätte ich einfach nur warten müssen, bis alle unten sind. Ah, na gut. Wenn euer Effekt Schleichenende verursacht, ihr für 5 Sekunden 50% mehr Schaden. Ja, das ist geil. Besonders, weil ich hier Dauerschleichen anwende. Ja, jetzt komme ich da natürlich nicht zurück. Zack. Oh. Schnell. Boah. Ich sterb doch gar nicht so. Wieso bin ich denn gerade eben gestorben? Stehe ich gar nicht. Die haben mich zweimal getroffen, war gar nichts. Na, egal. Schon seine Gründe haben. Gut, können wir unsichtbar werden? Jawohl. Jetzt machen wir mal, wenn wir sichtbar werden, 50% mehr Schaden für 5 Sekunden. Komm, wir machen mal. Hier auf euch ein bisschen was drauf. Schön Urzorn. Nochmal ein Hauen. Urzorn auf alle. Ja gut, ich hätte auch mit Wilder bis jetzt, glaube ich, durchgehen können. Da wäre das Thema schneller durch gewesen. Aber ich will hier auf euch noch Urzorn verteilen. Jetzt, der war schon tot. Gut, Wilder bis auf dich und ciao. Sehr schön. So funktioniert sie das. Und was mache ich jetzt wieder mit diesen Spermakanonen von links nach rechts? Irgendwie, keine Ahnung, ey. Das ist ja, oh, das ist ja aber gar kein Durchkommen hier. Ah, pass auf, komm, das interessiert mich doch gar nicht. So, und dann gehen wir einfach durch. Thema durch. Was mache ich mir eigentlich so einen Stress? Im richtigen Moment geklickt und dann war ich durch. So. Hier noch was draufgesetzt, ein Hauen auf euch. Oh, jetzt kommt er. Jetzt wird er griffig. Alter, jetzt muss ich mal richtig zünden hier. Komm her. Oh Mann, 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 das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Oh, mal schnell weggegangen hier. Gut, dann gehen wir da als Bärchen jetzt mal rein. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Berserker. Oh, gar nicht gut. Das sind echt zu viele. Und ich habe nicht mehr Heilung. Mal weg hier. Mal kurz weg hier. Das geht ja gar nicht. Leute, was ist denn da los, ey? Da habe ich ja wirklich jetzt alles gepult, ne? Aber wir konnten wegrennen. Pentia beschäftigt die da hinten. Dann zerreißen wir die kleine Gruppe hier. Das war ganz okay. Für den schlechten Play haben wir uns noch gerettet. So, mein Freund. Nicht mit mir nochmal. Ich hätte jetzt auch eigentlich gehofft, dass die Invokation das alles kaputt reißt, aber war leider nicht so. Kurz ins Schwitzen geraten, aber Situation geklärt. Berserker Abklingzeit runter, Wucherwurzeln, verursacht alle 1,9 Sekunden Schaden. Eisenborke kriege ich ja nicht als Katze, ne? Dann nehmen wir Abklingzeit vom Berserker runter. Puh, einmal durchatmen, wieder runterkommen, das war echt, echt gerade richtig nicht schön, echt unschön. Okay, jetzt nehmen wir Gestaltenwandel Schaden mit. Dann geht sich das auf, folgendes. Du einmal rein, ins Bärchen gegangen, 100% mehr Schaden, wieder zurück, Katze, und jetzt hätte ich dich richtig kaputt machen können. Aber dann warst du schon tot, sehr schön. Was für ein Glück, natürlich, was für ein Glück, dass wir es bis hierhin geschafft haben, das sah gerade nämlich nicht so aus. Die Seelengestalt erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Nein, braucht man nicht. Eure Zauberfähigkeit hat meine Chance, euer Tempo zu erhöhen. Ja, nehmen wir das mit. Katze wird unsichtbar. Katze hat höheren Crit. Was? Das war alles? 2000 irgendwas Schaden? Ich dachte, wir machen 50% mehr Schaden. Naja. Wenn der Effekt schleichend endet, verursacht ihr 5 Sekunden lang... Wenn er endet, jetzt mache ich 100%, also muss sie erst sichtbar werden. Ja, mein Gott. Okay, hätte man mir auch vorher sagen können. Ich dachte, dass die erste Attacke aus dem Schleichen direkt auch schon die 50% mehr Schaden macht. War aber wieder nichts. Mal wieder verarscht worden. Gut, machen wir uns unsichtbar. Vorher hier lieber wieder
eine Erneuerung drauf. Na, jetzt ist natürlich das Schleichen auf Abklingzeit gewesen. Komm her. Röms, Katzenbiss, Urzorn. Hier noch ein Hauen drauf, der fällt um. Perfekt. Perfekt, so will ich das haben. Du hier. Auch gleich. Ach komm, Kollege, geh weg. Ich hab gar keinen Bock auf dich. Okay, alles klar, nehme ich. Hatte ich diesen Effekt? Ja, das ist doch der Effekt, den ich auf dem Legendary habe. Jawoll. Jetzt macht unser Zerfetzen nochmal 60% mehr Schaden. Vorher schon 40%, jetzt 60. Und aus der Verstohlenheit raus nochmal 100% mehr Schaden. Jetzt gehen wir richtig ab. Auf dem Papier klingt es gut. Ich will hier nicht wieder den ganzen Raum pullen, ehrlich. So, komm her. Hinter euch ein Hauen rein. Debuff. Und Tigerfuro an, wilder Biss. Habe ich jetzt eine Blutung drauf auf der Schlundratte? Ich hoffe doch. Ja, aber die hat schon wieder komplett Argo gezogen hier von allem. Von allem, was geht. Räudiges Viech. Gehen wir mal hier hin. Dem eine Blutung verpasst. Tigerfuro an. Urzorn auf alle. Und ja, doch, die gehen gut down jetzt. Kannst du nichts mehr gegen sagen. Gefällt mir. Der ist ja direkt umgefallen durch den Blutungshit. Jawoll, Freunde. Jetzt geht's aber los. Hier noch eine Seele befreit. Da ist noch so ein räudiger Trupp. Der kriegt auch direkt der Große hier. Urzorn drauf, Hauen drauf. Auf dich eine Blutung und du den wilden Biss. 12.000. Da war ich wohl noch in den 5 Sekunden, wo ich mehr Schaden mache. Sehr schön. Ist jetzt nicht dein Ernst, bitte nicht. Hör auf. Ich hab dich doch gerade befreit. Ah. So, die können einen echt nerven. 12.000. Geil. Jetzt habe ich aber auch schon richtig viel Crit, ne? Ja. Okay, was willst du denn jetzt von mir? Du hast deine Flöte verloren. Aha. Na gut. Ich versuche dir deine Flöte zu holen. Hier ist sie noch nicht. Komm, Crit. Hauen drauf. Urzorn drauf mit mehr Schaden. Nochmal ein Hauen und dann war's das schon. Jetzt bin ich schon wieder in Fight. Gut, komm. Hauen drauf. Urzorn auf alle. Tigerfuro. Bisschen noch die Blutung verteilen. Nochmal Urzorn auf alle. Wir hauen uns kurz. Mal hier einen Zauber rein, der uns heilt. Eine Verjüngung. Gehen wieder an Katze und jetzt machen wir mit unserer Fähigkeit 200% mehr Schaden mit Schreddern, weil wir an Katze gegangen sind. Sehr nice. Unsichtbar schnell? Ja, aber hier haben wir einen The Big Boss. The Big Boss is coming. Und diese Schlundratte muss vorher down. Jawohl. So. Ramor Big Boss. Was machen wir gegen? Wie machen wir dich jetzt fertig? Ja. Und ab geht er. Und Invokation, solange wir dem mehr Schaden machen. Jawohl. Die war noch nicht mal abgelaufen, noch nicht mal durch, da war er schon tot. Sehr nice. Sehr nice. Alle Dudu-Zauber draufgekloppt, während ich 100% mehr Schaden gemacht habe aus der Verstohlenheit. Sehr schön. Und natürlich, weil ich fast 50% Crit habe. Was will er denn jetzt hier? Wenn ihr eine neue Kreatur angreift, erleidet diese 3000 Schattenschaden und wird zum Schweigen gebracht. Sehr schön. 3000 Schaden jetzt, Freunde. Aus der Verstohlenheit heraus ist das ja 100% mehr, ne? Sehr geil. Müsste doch dieses räudige Viech jetzt eigentlich tot gehen. 11.000. 11.000. Krallenhieb. Kritisch 11.000. Machen wir. Da sehe ich mich. Sehr schön. Jetzt macht die Katze richtig Schaden. So, wir gehen gleich wieder in die Unsichtbarkeit. Was? Warum geht hier nichts auf? Hä? Wah! Ist jetzt, jetzt ist das Tor hier hinten aufgegangen. Das ist ja mal wieder... Schnell, Katze. Wir müssen doch weiter. Wir müssen doch hier die Flöte von Indrigo finden. Ganz ehrlich. Zack. Zack. Und Thema durch. Thema durch. Hier noch eine Animazelle aus den Phylakterien geholt. Während Seelengestalt aktiv ist, na, den benutze ich hier nicht. Ich bin auch so als Katze schnell unterwegs.
Dann nehme ich lieber das Phantasma mit, anstatt den Damage, wenn ich durch die Gegner durchlaufe. Da muss ich erst in der Seelengestalt laufen und dann irgendwie durch Gegner durch. Auch blöd. Okay, also ich sehe mich hier schon zweimal sterben. Dreimal kann ich. Das ist in Ordnung. Das ist cool. Glaube ich. Ihr Penner! Ehrlich, nicht mit mir, Mann. Heiliger Bambino, Alter. Das war ja mal richtig... Dass der letzte Feuerburst noch kommt, ne? Der war jetzt gar nicht einkalkuliert. So, warte mal. Kann ich das hier ausstellen? Ah, sind die Fallen aus, ne? Sehr schön. Ja gut, dann müssen wir nochmal schnell was anhauen. Und dann wieder in die Verstohlenheit. Und jetzt mach mal dich tot und dich tot. 17.000, was ist das, euer Ernst, Mann? Und wir hätten noch hier 200% mehr Schaden machen können auf unser Schreddern. Aber was, ich habe jetzt gar nicht mehr in Erinnerung. Warum mache ich nochmal so viel Schaden? Weiß ich nicht mehr. So, Baumrinde und Eisenborker fügt ein. Ja, nein, wir nehmen es zum Tasman mit. Ich will gleich richtig shoppen. Lass mich nochmal eben schauen. Genau, Kreaturen kriegen 3000 Schaden. Das verdoppelt. 6000 Schaden. Kritisch macht 12.000. Ja, okay. Irgendwie so. So, wir haben deine Flöte gefunden. Gib uns mal noch so einen schönen Boni mit einer dicken Damage-Erhöhung. Weil das mag ich. Das gefällt mir. Während der Kanalisation Konvokation der Geister. Zungenbrecher. Schaden und Heilung 100% erhöht. Genau das. Mit Ansage. Ich sag noch, gib uns das und sie macht es. Mega geil. Jetzt, Freunde, jetzt eskalieren wir hier mal richtig stark. Räums. Okay. Ciao, Kakao. Jetzt geht ja mal gar nichts. Jetzt bleibt ja gar nichts mehr im Leben hier. Wir haben mehr Crit. Wir springen mal ran. Der ist weg. War klar. Braucht ihr gar nicht groß erklären. Jetzt steht hier gar nichts mehr. Alles One-Shot-Kombos mit der Katze. Sehr schön. Unsichtbar bitte. Erstmal hier, jetzt unsichtbar. War auch blöd, weil die noch befreit haben. Ey, ich muss noch hinter denen her. Da ist immer in diesem Trupp was Geiles drin. Räums. Thema erledigt. Diesmal war nichts drin. Aber ein Hauen macht 263 Blutungsschaden. Und durch die ganzen Boni löst es einfach erstmal 13.000 aus, ohne Blutung. So, komm mal her hier. Bis... Hieb, Krankenhieb, durch. Ich hätte jetzt, ja, ich habe eigentlich gehofft, dass der mit in Radius vom Hauen steht. Stand da leider nicht. Dann wäre das ein bisschen schneller gegangen. Aber war auch schön, dafür, dass es hier ein Ebenenboss war. Dauer von Baumrinde erhöht. Oder in Katzengestalt 43% Crit. Oder verdientes Phantasma. Ja, Baumrinde erhöht. Ja, nehmen wir das mit. Komm, was soll's denn? Haben wir beim Endboss für 24 Sekunden Baumrinde. Der lebt keine 24 Sekunden, Freunde. Ich hau die Konvokation raus und dann ist totale Vernichtung, totales Ende, totales Zerreißen. Die Katze wird ihn in zwei Hälften beißen. Das wird so schnell gehen. Jetzt habe ich große Klappern. Wenn das gleich nicht passiert, dann seid ihr wieder enttäuscht. Aber was ich hier sehe, gehe ich stark davon aus, dass genau das passieren wird. Und zwar genau das und nichts anderes. So, wir haben jetzt nochmal 200% mehr Schaden gekauft auf Schreddern. Wir haben 20% mehr Schaden auf Hauen gekauft und wir haben zwei Animazellen. Und wir machen nochmal 50% mehr Schaden aus der Verstohlenheit heraus. Das sind jetzt schon 150. Komm, gib mir das nochmal, sei so gut. Nein. Gut, dann nehmen wir Baumrinde, dass der Gegner mehr Schaden kriegt. Ist in Ordnung. Wir machen jetzt nämlich Folgendes. Wir gehen... in die Normalgestalt. Das heißt, wir machen jetzt für 12 Sekunden machen wir 400% mehr Schaden auf Nachwachsen. Ja. Wenn wir jetzt in die Katze gehen, ins Schleichen, machen wir das auch. Kommen wir aus dem Schleichen raus, machen wir 150% mehr Schaden und 100 durch Konvokation. Und wenn es nötig sein sollte, kriegt er dann noch einen Hieb. So. Also. Auf geht er. Gut, er sieht mich. Interessiert mich nicht. Wir springen da jetzt ran. Räums 16.000 Konvokation und gib ihm. Mach ihn fertig.
Unfassbar. Unfassbar schön. Ich wusste gar nicht, ich habe gar nicht gesehen, was für Zauber gekommen sind. Nur, dass das Leben runtergegangen ist. Ich war so perplex. Mega nice. Katze in Torgast, sehr schön. Nur zu empfehlen, Freunde. Falls ihr es noch nicht getan habt, schaut euch meine anderen Videos an. Ich habe es euch unter dem Video verlinkt. Die Playlist findet ihr dort. Katze geil, Bärchen geil. Ich freue mich schon auf die anderen Spezialisierungen vom Dodo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin raus. Gehabt euch wohl. Tschüss.